So, ja, der hat einfach abgebrochen hier, obwohl da noch 50 Sekunden standen. Also so manche Dinge verstehe ich hier nicht bei Instagram. Genauso wie letztens wollte ich einen Beitrag editieren, weil mich ein Bekannter erinnert hat, ein Foto zu löschen. Da will er nicht drauf sein. Und diese simple Funktion gab es nicht bei Instagram, einen bestehenden Beitrag, ein Foto aus mehreren Fotos rauszunehmen. Ja, da fragt man sich, Facebook-Bewertung, versus so eine simple Funktion. Aber gut, wir waren beim Thema Immobilien, ja. Also, ein gesunder Mix sollte das Vermögen aus beidem bestehen, eben aus Immobilien. Ja, wobei ich jetzt mal sage, viele haben ja eine selbstgenutzte Immobilie. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du bist da ja auch sehr spezialisiert drin. Aber ich habe immer gesagt, eine selbstgenutzte Immobilie ist niemals eine Kapitalanlage. Ja, weil da gehst du mit ganz anderen Werten dran. So, also ich sage mal, aus Kapital-Rendite-Gesichtsgründen, wenn du dann von Kapitalanlage redest, ist eine Immobilie eben eine vermietete. So, und ein gesunder Mix sollte eben sein, dass eben, ich sag mal, die Kunden eben beides haben. Wobei, jetzt muss man mal auch sagen, und das macht mich eigentlich auch so für Deutschland sehr, sehr zuversichtlich, in Deutschland ist die Vermögensgewichtung der Kunden eindeutig noch zugunsten der Immobilie. Also wenn du heute, ich sag mal, mit sehr reichen Deutschen zusammenkommst, stellst du fest, dass die Immobilie doch so in dem Bereich ist: 70% Immobilienvermögen, 30% eben, ich sag mal, liquides Bankvermögen. Und da erleben wir in den letzten Jahren aber eine Verschiebung zunehmend hin eben auch zu Investitionen an die Finanzmärkte. Ja, ich glaube, ein Grund dafür ist häufig auch, was vielleicht dem einen oder anderen auch leichter fällt bei so einer Immobilie, dass du nicht diese Marktpreise, also diese schnelle Befriedigung, aber gleichzeitig auch diesen schnellen Schmerz hast, so wie du ihn eben häufig bei Aktien hast, wenn du eben vom Mindset her nicht so gefestigt bist. Und eine Immobilie zwingt dich schlussendlich auch, Monat für Monat dann zu sparen. Da gibt es nicht so den einfachen Ausweg zu sagen, ich halte mal meinen Sparplan an, oder so, ne? Also du kannst auch nicht einfach mal eine Immobilie von heute auf morgen verkaufen per Klick hier auf dem Handy. Und ich glaube, dass für viele auch fast schon wieder ein Vorteil ist, dass diese Optionen nicht so sind, weil sie es im Grunde längerfristiger dann ja zwingt, ja. Und ständig reinzugucken, also bei Immobilien gibt es sicherlich auch diese Schwankungen, nur die werden dir eben nicht bewusst gemacht, sondern du sagst von vornherein, die Spekulationsfrist oder nach 10 Jahren wird ein Verkauf eigentlich erst interessant, wenn du sie vermietest, ja, weil dann ist der Gewinn steuerfrei. Das ist ja auch mal nochmal der nächste Punkt, ne? Also Steuern bei Immobilien. Nach 10 Jahren ist jeder Gewinn steuerfrei als Privatanleger, was ja mal zu wünschen wäre, den Aktien auch, ja, aber bei. Ich glaube, dass sowas Ähnliches irgendwann demnächst auch wieder kommen könnte. Ja, wäre ja sinnvoll, weil wir kriegen ja alle, also meine Generation kriegt kaum eine Rente, ne? Also die Rente wird nicht zum Leben, vielleicht sogar für viele gar nicht zum Überleben reichen. Das heißt, irgendwas müssen sie sich ja einfallen lassen und eine Regelung zu sagen, wenn ihr, ich weiß nicht, wenn ihr in Aktien investiert, ja, und die Aktien entsprechend lange haltet, dann ist der Gewinn steuerfrei, wäre ja eine sinnvolle Sache aus meiner Sicht. Wir Aber hatten da gut. schon mal, dass ja bis zur Abgeltungssteuer waren ja Aktien nach einem Jahr steuerfrei. Also wenn du, also bis 2009, Ach, krass. das ja so, dass also im Prinzip Aktien eben, die du, ich sag mal, noch im Jahr 2008 gekauft hast, steuerfrei sind nach einem Jahr der Veräußerung. Das hat zum Beispiel in meinem Depot den glücklichen Umstand, dass große Teile meines Depots, wenn ich das heute zum Beispiel auflösen würde, weil ich ja eben nun Aktien seit 20, 30 Jahren im Depot habe, ja, dass ich heute noch gewisse Teile meines Depots vollkommen steuerfrei verkaufen könnte. Erst Ah. alles, was ich nach 2009 danach noch investiert habe, und das ist ja auch noch einiges, das kann ich heute auch nicht mehr steuerfrei verkaufen. Aber
da ja die Regierung eben langfristig das tun muss, um eben Aktiensparen zu fördern, könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann mal sagen, wir wollen nicht kurzfristiges Aktiensparen fördern, über 3 oder 6 oder 8 Monate, was ja auch gar keinen Sinn macht, sondern wir machen das ähnlich wie bei Immobilien. Wenn jemand bereit ist, seine Aktien mindestens 10 Jahre zu halten, dann soll er sie auch steuerfrei verkaufen können. Ja, aber das macht dann Sinn, auch zu dieser Taktik eben, ja, quasi nur noch Gewinne laufen zu lassen und den Rest zu verkaufen, weil wenn du nach einem Jahr im Grunde das, also mein vorheriges Amazon-Beispiel, wenn wir die damalige Regel jetzt hätten, dann wäre ich total bei dir und würde es halt direkt machen. Weil ich auch in vielen alten Büchern gerade diese Strategie lese, wahrscheinlich, weil es da eben auch noch nicht die Besteuerung dann gab. Nein, Ja. also von daher, Immobilien sind wichtig, Aktien sind eben auch wichtig. Und wie gesagt, ich bin heute sehr optimistisch und ich habe ja gesagt, deswegen bin ich ja auch Aktionär, weil du musst optimistisch sein als Aktionär. Ich kann mir vorstellen, dass es hier auch einfach steuerliche Entlastungen gibt. Dass eben der Aktienbesitz langfristig in den nächsten Jahren auch wieder gefördert wird. Du hattest ja auch, ich hab dir die Frage am Telefonat mal gestellt, Thema Immobilien. Ich weiß ja jetzt nicht, wie groß dein Vermögen insgesamt ist, aber was man ja schon ableiten kann, ist, dass du auch mal ganz gutes Geld verdient hast und sicherlich auch in der Lage gewesen wärst, dir ein Immobilienportfolio aufzubauen. Du hast es nicht getan, weil du hast mal zwei Eigentumswohnungen. In der einen hast du mal selber drin gewohnt, die andere hast du vermietet, dann seid ihr umgezogen. Und dann hast du auch gemerkt, okay, eine Immobilie, da ist auch mehr Arbeit einfach notwendig, beziehungsweise du hast es nicht geschafft, diese Arbeit eben entsprechend outzusourcen, ne? Es ist dann auch wirklich immobil. Und zwar sind wir ja nicht nur, ich sag mal, jetzt 20, 30 Kilometer weggezogen, sondern wir hatten eben bis 1909, also wir sind ja 1999 in die Schweiz gezogen und hatten in Bonn Immobilienbesitz. Ja, eins war eben selbst genutzt, das andere war eben eine Wohnung, die eben zur Vermietung ist. Jetzt hatten wir zwei leerstehende Wohnungen, die wir hätten dann eben vermieten können. So, und wir sind dann nach Zürich gezogen. Das sind nur 500 Kilometer weiter gegen Süden, ja. Aber eine Aktie, ja, du kannst heute eine Aktie in New York kaufen und hast gar keinen Nachteil zu einer Aktie, die du in Frankfurt kaufst. Nur wenn du dann in Zürich bist und du hast dann einen Mieter in deiner Wohnung sitzen und der kommt, dann da ist was defekt oder können sie sich darum mal kümmern. Ich meine, du kennst das ja auch als Vermieter, ja. Du hast dann halt immer was, vor allen Dingen, wenn dann diese Wohnungen langsam älter werden. Ja, ich meine, vermietest du eine nagelneue Wohnung, dann hast du erstmal, wenn es gut geht, in den ersten Jahren ziemliche Ruhe mit deinem Mietobjekt. Ja, und später kommen dann eben so, dass eben plötzlich das nicht funktioniert, dass das mal eben nicht in Ordnung ist. So, und das war dann so viel Aufwand von Zürich aus, dass wir dann wir haben das 2, 3 Jahre vermietet bis 2002 oder sowas. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen die Immobilien. Ja. Also da ganz spannend, weil Ronald schreibt hier auch gerade, mit dem habe ich nächsten Sonntag einen Livestream. Der hatte letztens auf den Livestream geantwortet, den ich mit Arthur gemacht habe. Und dann sagte er so, ja, ganz interessant und Immobilien mache ich auch. Dann sagte ich zu ihm, na, wie viel hast du denn? Nee, okay, und hast du schon ein paar Wohnungen gekauft? Ja, habe ich schon. Wie viele denn, fragte ich. Er sagt 113. Ich so, seit wann? Er so, seit 2018. Und dann dachte ich, okay, 113 Wohnungen seit 2018, das interessiert mich mal. Und gerade im Hinblick auf die Frage, ja, ich habe ja auch 5 Wohnungen und ich bin auch schon angepisst aufgrund des Aufwands, den ich dort habe. Du hast mit 2 Wohnungen die Erfahrung gesammelt. Jetzt bin ich kommende Woche mal gespannt, was er mit 113 Wohnungen, also wo ist quasi unser beider Fehler? Ja, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er sich um diese Wohnungen ganz alleine kümmert. Also ich meine natürlich, guck mal, wenn du jetzt für 2 Wohnungen sagst, ich stelle mir da jemanden ein, der kümmert sich um das Ganze, ja, dann schmälert das natürlich deine Erträge aus diesen Immobilien. Aber wenn du natürlich eben nachher eine sehr große Anzahl von Wohnungen hattest, ich habe mal einen Kunden bei UBS gehabt, der hatte 40.000 Wohnungen. Wow. Aber der hatte auch einen richtigen Stab, der sich darum gekümmert hat. Ja. Also das Ja. schaffst du anders nicht mehr.
Ja. Aber dann ist ja die spannende Frage eben, wie kriegt man das skaliert dann, das Thema, ne? Wie kommt man da hin? Weil der hat ja nicht auf einmal 40, also außer er ist Erbe, sondern irgendwie hat er das Thema skaliert und das finde ich halt sehr spannend. Du siehst es ja auch jetzt an immer, als ich jung war, ja, jedes Depot, was heute ein junger Mensch aufmacht mit Anfang 20 oder Mitte 20, fängt mit der ersten Aktie an. Ja? Gut, weil ich eben dieses Startkapital von damals 10.000 Euro, also damals 20.000 hatte, konnte ich mit 4 Aktien anfangen. Also ich habe vom ersten Tag ein bisschen diversifiziert, aber wenn 4 ist, aber es ist besser als gar nichts. Ja? So. Und heute, ich sag mal, 38 Jahre später, bin ich jetzt bei über 90 Positionen. Ja, und vielleicht bin ich in 2, 3 Jahren bei 101 oder 104 Positionen. Ja, also ähnlich wie jemand eben mit der ersten Immobilie anfängt und dann die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Ja, ich meine, wenn du jetzt nach relativ kurzer Zeit schon 5 Immobilien hast, hast du vielleicht ja in 5, 6, 7 Jahren 8 oder 9 oder 12 Immobilien. Ja. Na, bis 2025 brauche ich 5 Millionen, Helmut. Das steht in meinem Profil. Immer entscheidend ist ja dann, und das ist ja der Unterschied, ich sage immer, entscheidend ist dann immer eben der Saldo, ja, also weil 5 Millionen Immobilien, glaube ich, und 5 Millionen Aktiendepot ist ein Unterschied, weil 5 Millionen Aktiendepot sollte in der Regel reines Eigenkapital sein, ja. So, wenn du heute, ich sage mal, 5 Millionen in Immobilien hast, ja, dann kannst du das heute, ich sag mal, mit weniger als, ich sag mal, 500.000 Euro Eigenkapital stemmen und amortisierst das dann über die jahrelangen Zahlungen, bis es dann irgendwann mal dir gehört. Ja. Aber das ist eben der Vorteil von Immobilien, dass du eben die Immobilien kaufen kannst, ohne dass du jetzt eben nennenswertes Eigenkapital hast, und das funktioniert bei Aktien nicht. Ja, du sagst, ne, du amortisierst es, beziehungsweise dein Mieter amortisiert es, ne? Also das ist ja das Spannende, ne? Wenn du 5 Millionen Immobilien hast und du hast eine 2% Tilgung, ne, dein Mieter trägt, du hast ein Konzept geschaffen, was eben dafür sorgt, dass dass sämtliche Kosten dein Mieter deckt. Das ist halt das Spannende, finde ich halt an dem ganzen Modell. Gut, lass mal noch gucken. Fragen haben wir wieder gar nicht geschafft. Ich finde es immer mega schwierig, sich auf die Fragen hier zu Habe noch konzentrieren. kurz kam gerade eine Frage Ja. von einem, der sagte eben, weil ich ja diese über 90 Positionen, also es sind im Moment genau 93 Positionen, ob ich denn nicht bestehende Positionen aufstocken würde. Das mache ich natürlich auch. Also das ist ja das, wenn jetzt zum Beispiel eine bestehende Position, also ich sag mal, wenn jetzt wie die Ölaktien jetzt, die drastisch verfallen sind in den letzten 2 Jahren, so, dann geht man ja auch mal hin und stockt das mal auf. Aber ich werde sicherlich auch noch die ein oder andere neue Position hinzunehmen. Okay. Und ich meine, wir waren ja beim Thema Mindset. Mindset gehört für mich auch so ein Stück weit Zielsetzung hin. Aktien, also erstmal finde ich ja tierisch geil, dass du dir so viel Zeit nimmst, immer wieder jungen Menschen eben auch zu helfen. Das Thema, ja. Es bringt es, ja. Also es gibt kein Tool in Deutschland, kein Tool in Deutschland, mit dem der Privatmann mehr Vermögen ausbilden kann als mit Aktien. Natürlich, es gibt ein Tool, da kann er es schaffen, wenn er sich selbstständig macht, sich auf ein Unternehmen fokussiert. Aber ich meine, du bist ja auch selbstständig, da sind die Risiken auch etwas höher. Ja. Ich bin Angestellter. Ja. Aber wenn man sich jetzt selbstständig macht, kann man natürlich eben mehr erreichen, aber das Risiko des Scheiterns ist ja halt doch höher mit einem Unternehmen. So, und als Angestellter gibt es keinen besseren Weg, als eben von dem Geld, was man verdient, eben versuchen, in der Lage zu sein, eben einen gewissen Prozentsatz zu sparen und dann langfristig in Aktien zu investieren. Ja. Auch da gibt es eben Untersuchungen, wo man alle Assetklassen untersucht hat, eben Immobilien, Aktien, Anleihen, und man hat es mit Oldtimern, man hat es mit Wein, man hat es mit Kunstwerken, also alles das, wo vermögende Leute, ich meine, es ist ja irre, wo du dein Geld reinstecken kannst. Ja? Manche machen Kunst, manche kaufen Oldtimer, manche investieren in Immobilien, manche investieren in Private Equity, manche in Venture Capital. Und was es alles gibt, ja, und alle Untersuchungen zeigen, am Ende, wenn du es eben langfristig machst,
gibt es nichts, was dir als Privatmann höhere Renditen abwirft als eben Aktien. Ja, so, das ist das, und zwar auch dann, dass du sie eben liegen lässt. Ja, also wenn du heute mal durch diese Forbes-Liste des amerikanischen Forbes-Magazins gehst, die ja, ich sag mal, jedes Jahr eine Liste über alle Milliardäre auf dieser Welt aufstellen, ja, dann stellst du fest, das sind zu 70% sind das Aktionäre. Ja, so. Und du findest keinen einzigen Aktientrader zum Beispiel dort. Du findest keinen einzigen Angestellten dort. Ja? Also du findest keinen, der wie unser Finanzminister sein Vermögen mit Sparbuch sparen versucht. Also du findest immer, also diese Liste wimmelt von Menschen, die in Produktivvermögen investieren. Und das ist eben Unternehmertum, Aktien und Immobilien. So, die machen, ich sag mal, wahrscheinlich 99% der Forbes-Liste aus, dieser, ich sag mal, im Moment, ich sag mal, glaube ich, 2200, 2300 Milliardäre, die es gibt. Ja? Also, Ja, also vielleicht noch ein Gedanke von mir, weil du sagtest, selbstständig. Ich bin jetzt seit einigen Jahren, ich glaube jetzt seit 8 Jahren wieder Angestellter. Und der Punkt, warum ich auch mit Immobilien angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich habe ein hohes Einkommen als Angestellter. Die Banken lieben Angestellte, weil sie unbefristeten Arbeitsvertrag, festes Einkommen, hohes Einkommen, keine Schulden, keine hohen Fixkosten, ja, weil ich hab keine Fixkosten, sonderlich groß, ja, wohne selber zur Miete, und habe gesagt, ich will aber irgendwann auch wieder in die Selbstständigkeit. Ich war auch schon mal selbstständig, aber ich möchte jetzt noch diese Bonität, die meine Bank mir zuschreibt, weil sie sowas nun mal geil findet, Angestellte, weil sie glauben, dass das deutlich sicherer wäre, will ich halt ausnutzen. Und deswegen habe ich halt mit Immobilien angefangen, um mir nochmal fremdes Kapital zu holen. Und das war so der Hintergrund als Gedanke, ja. Wobei, da sieht man ja mal wieder eben, wie, ich sag mal, eigentlich ist das ja, ich meine, ich habe das auch erlebt, wie dumm die Banken eben, wie dumm die Banken eben sind, ja. Ich meine, zum Beispiel eine Bank sagt heute, da kommt jemand in die Bank rein, sagt, ich bin Angestellter, habe, ich sag mal, 100 oder 150.000 Euro Einkommen und das ist eine sichere Quelle, darauf geben wir jetzt jeden möglichen Kredit, ja. Und dann kommt ein anderer in die Bank rein, der auch 100 Oh, jetzt haben wir abgestürzt. Schatz, bei dir auch hier abgestürzt? Ah, okay, ist bei euch ein. Ey, vielleicht kann mir mal jemand verraten, wie ich die AirPods, ich höre nur auf einer Seite, entweder der ist, ich das bearbeiten kann. Meine Weinverkostung, ja, warte. Ich trinke nur einen Wein. Zack. So, Helmut, Mann, was ist mit deiner Internetleitung? Ich weiß es nicht. Ich weiß, also das müsste man demnächst mal mit Mark Zuckerberg besprechen. Ja. Nee, du, also das Letzte, was ich gehört habe, zumindest war, das Absurde quasi ist, du kommst in eine Bank rein, da ist ein Angestellter und dann war Schluss. Ja, also das ist ja, und da sieht man mal eben, dass die Banken eben auch, ich sag mal, eigentlich da teilweise querdenken. Ja, ich meine, eine Bank sagt, da kommt ein Angestellter, ich sag mal, ist Direktor bei der Deutschen Bank, verdient 150.000 Euro im Jahr Bruttogehalt. Und da sagt die Bank, das ist eine super Bonität, den finanzieren wir eben mit Krediten verschiedene Sachen. Ja. Und dann gibt es eben im Endeffekt jemanden, der kommt zur Bank und hat vielleicht 150.000 Euro Dividendeneinkommen. Und da sagt die Bank, da können wir also praktisch keinen Kredit drauf geben. Ja. Ja, Weil ich habe, ja, Dividenden. also so.
Dividenden könnten ja fallen. Ja, ich meine, ich sag mal, eine Commerzbank, eine deutsche Bank, die bauen jeden fünften Arbeitsplatz ab. Ja, also ich sag mal, wenn du bei der deutschen Bank bist und du bist jetzt, wenn du Pech hast, einer von den fünf Arbeitslosen, dann ja, dann ist dein Einkommen zu 100% erstmal weg. Ja, so während jetzt in der Finanzkrise, ich sag mal, vielleicht deine Dividenden, ich sag mal, vielleicht 20, 30% fallen und dann wahrscheinlich in 3, 4 Jahren wieder über dem Niveau von heute stehen. Und das war ja auch bei dir jetzt so, ne, dass du ordentlich dann Dividende verloren hast in diesem Jahr, ne? Also ich rechne in diesem Jahr so mit circa 30% weniger. Also im Moment liege ich da noch etwas besser. Also im Moment sind so minus 25, 26%. Und jetzt ist ja im Prinzip das Jahr weitestgehend durch. Du hast natürlich einige Dinge wie Royal Dutch, wo du dann plötzlich 60% weniger oder ich sag mal jetzt bei Wells Fargo 80% weniger hast. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass ich sag mal, viele Titel auch im Depot habe, wo die Dividenden sogar gestiegen sind dieses Jahr. Ja, also ich sag mal, eine Reckitt Benckiser hat erhöht, eine Johnson & Johnson hat erhöht, eine Procter & Gamble hat erhöht, eine IBM hat erhöht. Also es gibt ja viele Gesellschaften, die eben ihre Dividenden erhöht haben. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Walmart hat erhöht. Ja, also ich sag mal, wahrscheinlich kommen jetzt im August kommen die großen Tabakfirmen wie Altria und Philip Morris, die werden ihre Dividenden auch annehmen. Aber natürlich gibt es Unternehmen wie eine Daimler, die kräftig gekürzt hat. Es gibt eben Unternehmen, die eben teilweise 30, 40, 50% senken und sogar komplett aussetzen. Ja. Sag mal, hast du ein Beispiel für mich als Inspiration? Ich finde es ja immer schön zu sehen, diese Langfristbeispiele, weil ich habe mich immer gefragt, bis vor einem Jahr, Dividendenansatz, also ich hab den gar nicht verstanden, weil ich dachte immer mir, 3, 4%, naja, gut, soll ich mir, also darauf breche mir jetzt auch keinen ab oder baue eine Strategie auf, bis ich mal verstanden habe, diese Dividendensteigerung, die es dort gibt, und dann Unternehmen irgendwie, Dividendenaristokraten, die seit 50 Jahren irgendwie oder seit 25 Jahren in Folge gesteigert haben und dann wieder Zinseszins, ne, was damals 3% war, was sich jetzt jedes Jahr um 10% steigert, was das in 35 Jahren bedeutet. Was ist denn dein extremstes Beispiel, was du da hast von dem Einstiegskurs zur Dividende heute, also wie viel Prozent entspricht das? Da habe ich sogar mal vor ein paar Monaten einen Post drüber gemacht. Okay. Und das ist eben diese Altria, Tabak. Ja, Es okay. gibt Untersuchungen, dass also die Margen, die Tabakindustrie hat, sind doppelt so hoch wie die Margen in der sonstigen Konsumgüterindustrie. Wir haben vor 10 Jahren bei UBS mal eine Studie gemacht. Die größte Preismacht haben Tabakzigaretten. Und das sehen wir ja auch. Ich meine, in den 80er Jahren kostete eine Packung Zigaretten, was weiß ich, 2 D-Mark. Heute kostet die 6, 7, 8 €. Also ich sage mal, der Preis hat sich, ich sage mal, verfünfzigt. Ja? Und trotzdem rauchen die Leute. Es rauchen zwar weniger, aber es rauchen immer mehr Leute. So. Ja, Und man da muss auch sagen, es rauchen weniger hier in den aufgeklärten Ländern, ne? Aber jetzt, wo die Schwellenländer hochkommen, da insgesamt. sind wieder deutlich mehr Raucher auch dabei, ne? Wächst das und ich habe einen sehr guten Freund, der betreibt hier in Deutschland einige sehr, sehr, sehr große Rewe-Läden und er sagt mir immer, der Umsatz mit Zigaretten, ich verkaufe zwar weniger Stück, aber der Umsatz steigt Jahr für Jahr. Also selbst in Deutschland, weil eben diese Preiserhöhungen eben einfach mitgemacht werden von den Kunden. Ja, und so habe ich es auch verstanden, dass sie quasi die Nachfrage reduziert sich, aber die reduzierte Nachfrage gleichen die Unternehmen durch die Preiserhöhung aus. Plus eben, dass sie dann in Ländern wie Indonesien oder so oder in Afrika natürlich noch wachsen. Aber ich hatte einen Post gemacht und da sieht man mal, was Dividenden machen können. Ich habe im Jahre, oh, ich weiß, da müsste ich jetzt noch mal in den Post gehen, Ja. 85 oder so, aber jedenfalls auch schon irgendwo so ungefähr für 34, 35, 36 Jahren. Da habe ich Altria, die hießen damals ja noch Philip Morris, gekauft. So. Und ich habe für diese Aktien 2.800 Dollar bezahlt. Und ich bekomme heute für diese 2.800 Dollar jedes Jahr über 11.000 € Dividende.
Das heißt, heute pro Quartal einmal 100% dessen ausgeschüttet, was ich vor über 30 Jahren für die ganze Position gekauft habe. Aber hast du noch mal nachgeschossen auch, oder ist es nur die? Ich hab noch mal in den, auch hier, ich überlege zum Beispiel bei Altria und Philip Morris jetzt auch demnächst eventuell noch mal ein bisschen nachzuschießen, weil diese Aktien ja jetzt wieder ungefähr 40% gefallen sind in der letzten Zeit. So, in den Ende der 90er Jahre, zu Anfang der 2000er Jahre, da hatten Tabakaktien auch standen die schwer unter Druck, weil eben in Amerika eben viele Klagen gegen die Tabakkonzerne eingereicht wurden. Man hat dann sich mit eben einem Vergleich geeinigt. Genau, das war so ein bisschen das Spiel wie bei Monsanto und Bayer jetzt. So, und dann hat man sich geeinigt, das war, glaube ich, Anfang 2000. Aber bis dahin hatten sich, ich sag mal, von 98 bis 2000 hat Philip Morris damals, sag mal, glaube ich, der Spitze 60% verloren, und da habe ich dann noch mal ein paar nachgekauft. Ja, so. Und aber für die Ursprungsposition, das waren eben mal diese 2800 Dollar, und ich bekomme heute für diese Ursprungsposition praktisch, ich sag mal, über 11.000 Dollar Dividende pro Jahr. Ja, Ja, sehr geil, ja. kaufen und liegen lassen. Ja, so. Und wenn man es jetzt auch mal so sieht, aus diesem Ur und jetzt muss man überdenken, das eine ist die Dividende, ja, dass du da praktisch 400% des Kapitaleinsatzes bekommst. So. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Post gemacht hatte, der jetzt, wie gesagt, schon so 3, 4 Monate her ist, da weiß ich, da waren diese 2800 Dollar, also der Gegenwert dieser Altria-Position, ja, war der aktuelle Kurswert 208.000 Dollar. Hatte sich also verhundertfacht. Wow. Heute nicht alles Altria, das war, also früher war das alles Philip Morris, aber Philip Morris ist dann ja hingegangen und hat dann erstmal im Prinzip Mondelez ab. Also das heißt, wenn du 1984 Philip Morris Helmut schon wieder weg oder? Ja, okay, bei allen. Ich dachte, das liegt an meinen Kopfhörern. €11.000 Dividende. Da muss jetzt mal eine neue Internetleitung her, ja, Helmut. Helmut kauft Vodafone. Ah, da bist du. Warte. Oh, jetzt geht es hier nicht. Ey, was ist das denn? Ich komme hier nicht rein. Oh, was ist denn das? Jetzt. So, Helmut, wir haben schon spekuliert. Jetzt musst du Vodafone kaufen oder so. Oder Telekom. Habe ich schon. Habe Telekom ich schon. auch. Aber vielleicht sollte ich mich mal bei unserem Nachbarn beschweren, dass diese Leitung so schlecht ist. Ja. Weil ich sitze gerade in meinem Büro hier und gucke auf das Grundstück gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und auf diesem Grundstück wohnt eben Herr Höttges. Das ist ja der CEO von der Telekom. Ja, dann schreist du mal eben aus dem Fenster. Ja, sehr cool. Nee, Helmut, ich glaube, wir können auch hier mal ein Ende finden, sonst mit dir könnte ich mich bis 3 Uhr nachts unterhalten. Nee, war super cool, war mir eine riesige Freude und vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast vielen auch wieder eine Impression hier gegeben und besten Dank, schönen Abend.
Hör mal, ja, euch auch. Vielen Dank. Und ich freue mich natürlich und ich hoffe natürlich. Und jetzt sind wir dann zum Schluss beim Mindset, dass ihr jetzt eben auch all das aufnehmt und dann auch wirklich das umsetzt. Also ich sag mal, Aktiendepot eröffnen, anfangen zu sparen oder wirklich sagen, jetzt gehe ich mal an die erste Immobilie konkret ran. Und ich meine, da ist der Maurice ja auch sicherlich ein guter Gesprächspartner. Ja, und weil nur dann wird es funktionieren. Ihr müsst auch was unternehmen. Ja, komm, wie gesagt, nächsten Sonntag hier mit der, machen wir einen Livestream. Also da bin ich ganz gespannt. 100, ich weiß nicht, 113, 118 Immobilien in 2 Jahren. Also Fantastisch. das ist super spannend, ja. Super, also dann, du, Ja, es gut, hau hat mich rein, gefreut. ne? Vielen Bis Dank. demnächst. Also, mach's gut Ciao. zusammen. Tschüss.